Action, Abenteuer und Abschied. Der letzte Tag des SCS Sommercamp beginnt mit Spiel und Spaß. Über 100 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren erleben eine unvergessliche Woche voller sportlicher Herausforderungen. Eine fantastische erste Woche mit total tollen Kindern, die ganz tolle sportliche Leistung gebracht haben. Nach einer wohlverdienten Mittagspause heißt es dann wieder sportfrei. In der Akrobatikgruppe arbeiten die Kinder mit großem Eifer an ihren Kunststücken, die sie für die Abschlussaufführung vorbereiten. Ob Handstände, Pyramiden oder elegante Bewegungen in der Luft. Jede Übung erfordert Präzision und Vertrauen in die Teamkolleginnen. Auch auf dem Tennisplatz zeigen die Kids ihre Fortschritte. Unter der Anleitung eines erfahrenen Trainers verbessern sie ihre Rückhand- und Vorhandtechnik, während beim Tischtennis mit schnellen Reflexen um jeden Punkt gekämpft wird. Tischtennis fand ich sehr toll. Ich bin jetzt auch gut da drin geworden. Ich fand Tischtennis sehr toll und danach kommt Tennis. Organisiert wird das Camp vom SC Siemensstadt, einem der traditionsreichsten Sportvereine Berlins. Mit über 7000 Mitgliedern bietet der Verein ein umfangreiches Angebot an sportlichen Aktivitäten für alle Altersgruppen. Die Camp-Teilnehmer bekommen so einen einzigartigen Einblick in diese Vielfalt und erleben, was den Verein auszeichnet. Doch die Kids haben diese Woche noch viel mehr erlebt. Ich fand die Schnitzeljagd auch toll, genauso wie so zum Jump-House gehen, weil wir konnten uns da austoben. Es war wirklich toll. Am Nachmittag verwandelt sich die große Turnhalle in den Schauplatz der Abschlussfeier. Umgeben von Eltern und Freunden genießen die Kinder ihre letzten Momente im Camp. Die fröhliche Feier mit Urkundenübergabe und Showauftritt zeigt, wie viel Freude und Teamgeist in dieser Woche steckten. Am Ende des Tages ist eines sicher: Das SCS Sommercamp hat bleibende Spuren im Herzen der Kinder hinterlassen.